Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Shoot. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, wie man sieht. Ich habe mir so Baustrahler bestellt, da sieht man das und da, um die Beleuchtung mal so ein bisschen zu verbessern. Habe da Backpapier vorgemacht, damit das Licht ein bisschen gleichmäßiger fällt. Und ich hoffe, dass die Aufnahmen besser werden als sonst immer meine Wohnzimmer-Takes. Heute stelle ich euch ein Freizeitluftgewehr vor, das man sehr günstig bekommt. Also wenn man so Angebote wahrnimmt, kriegt man das einzeln für 70 bis 80 Euro. Wenn es nicht runtergesetzt ist, zahlt man so 120 bis 30 Euro. Im Set kriegt man das auch mit diesem wunderschönen Luga 4x32 Zielfernrohr mit Mündungskompensator und ein paar anderen Utilities dazu. Das kostet dann, wenn es nicht im Angebot ist, so 170, 180 Euro. Ja, ist ein russisches Gewehr, Marke Baikal. Die genaue Bezeichnung ist MP512 im Kaliber 4,5 mm, also halt geeignet für den 10 Meter Luftgewehrstand. Tja, was ist noch zu sagen? Das ganze Ding ist aus Plastik, bis natürlich auf die Metallteile, also halt Lauf, Feder und so weiter. Aber der Schaft ist eben voll aus Plastik, das macht das Gewehr sehr leicht. Ich empfinde das als Nachteil. Könnte ruhig ein bisschen schwerer sein, weil wenn man zum Beispiel freihändig stehen schießt, dann ist das geringe Gewicht einfach zu wenig, dass man das Gewehr halt gut, sag ich mal, ruhig halten kann. Da könnte man vielleicht eventuell noch irgendwie Gewichte reinmachen oder so, dass das Ganze ein bisschen besser wird. Ja, das Ganze ist ein klassisches Knicklauf-Luftgewehr. Das sieht man hier. Ist aus dem Vollen gefräst. Also da ist wirklich, das ist russische Hochtechnologie, also da ist alles aus Metall, was wichtig ist. Es gibt auch keine Gummidichtung. Also hier, wo es eben abschließt, ist keine Gummidichtung, da ist so ein Stahlring. Also das ist wirklich was, da kann man, denke ich mal, nach 30 Jahren immer noch mitschießen. Also da verschleißt eigentlich gar nichts. Was noch zu sagen ist, das Ding hat einen irren Prellschlag. Man muss also hier die Schrauben wirklich nach, weiß ich nicht, nach jedem Schießen oder so, muss man die nachziehen, weil die sich total schnell lösen. Ein Tipp hier von mir, man kann ja natürlich mit Loctite die Schrauben fixieren oder einfach ein bisschen Haarspray drauf machen, das funktioniert auch. Kenne ich so vom Motorrad, das ist so ein kleiner Trick. Ja, was ist noch zu sagen? Es hat eine automatische Sicherung, das heißt, wenn das Gewehr gespannt wird, ist automatisch die Sicherung erstmal aktiviert. Das heißt, man muss dann hier vorne so ziehen und dann ist ja, das Gewehr bereit zum Schießen. Standardlieferung ist Visierung Kimme und Korn. Das Korn habe ich abgeschraubt, damit das mit dem Zielfernrohr halt nicht stört, sonst ragt das hier so rein und dann kann man mit dem Zielfernrohr nicht mehr wirklich so toll schießen. Habe ich also demontiert und dafür vorne den Kompensator drauf gesetzt. Ja, wenn man das im Set kauft, dann bekommt man als Montageschiene zwei so lüttige Schraubteile. Kann ich nicht empfehlen, weil der Pressschlag, wie gesagt, schon ziemlich heftig ist und man sollte sich wirklich eine Schiene kaufen, die halt über die ganze verfügbare 11 mm Prismenschiene geht. Dann ist das Ding auch bombenfest und kann nicht mehr beim Schießen verrutschen. Denn wenn das Zielfernrohr schon verrutscht, dann schießt das Ding natürlich irgendwann nicht mehr dahin, wo es soll. Ja, vielleicht ein bisschen was zu dem Zielfernrohr noch. Das ist also ein 4x32 von Luga. Ich denke mal nicht, dass Luga das gemacht hat. Das ist halt so lizenzbaumäßig. Ne? Man hat also für den Namen bezahlt. Man hat eine relativ gute Einstellmöglichkeit, ein Viertelklick. Leider keine Schnellverstellung, das heißt, man muss hier erstmal die Kappen abschrauben, dann kann man hier mit einem Schraubendreher oder mit einer Sandmünze oder so, kann man eben dann hier das Zielfernrohr einstellen. Ja, es ist, hat keinen Parallaxeausgleich, ist also wirklich ein ganz einfaches Zielfernrohr, aber wenn man eben den Augenabstand immer gleich hält, dann kann man damit auch relativ präzise schießen. Ja, was kann man zur Präzision sagen? Also ich war erstaunt über die Präzision des Gewehrs. Das hier habe ich zum Beispiel auf 10 Meter stehend aufgelegt geschossen. Das sind 5 Schuss. Und man sieht, das ist ein Streukreis von ungefähr einer Centmünze. Wobei ich jetzt auch nicht so der beste Schütze bin, aber auch vielleicht ein bisschen Glück dabei. Aber für so ein Gewehr, das wirklich so günstig ist, hätte ich das nicht erwartet. Also es ist wirklich echt in Ordnung. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und wenn man bedenkt, dass man das für 80
Euro kaufen kann, dann ist das für ein Freizeitgewehr wirklich gut. Also da habe ich schon wirklich Schlechteres gesehen. Ich habe ja auch zum Beispiel noch die Beretta, die CX-4 Storm, die liegt da nicht in diesem Bereich. Ja, zur Pflege möchte ich auch noch was sagen. Am besten ist es, wenn man mit dem Öl sparsam ist bei dem Gewehr und einfach diese Laufreinigerpropfen nimmt, die ein bisschen mit Öl anfeuchtet, also entweder bei Pistol oder WD-40 oder so, und die danach im Schießen einfach 2-3 Mal durchschießt, dann nochmal trocken nachwischt, das reicht schon. Also ich habe es einmal mit dem Öl ein bisschen übertrieben und das Gewehr fängt sofort an zu dieseln. Das heißt, das Öl läuft in die Kammer, wo der Druck aufgebaut wird, entzündet sich dann und dann ist es nicht wirklich gut für die Dichtungen innen drin und so weiter. Also mit dem Öl wirklich vorsichtig sein, das wäre so meine Empfehlung. Und wie gesagt, es ist halt alles aus dem Vollen gefräst, sehr russisch eben, und da muss man eigentlich nicht wirklich viel Pflege drauf verwenden. Also funktioniert einfach, ist ein robustes Luftgewehr, wo man wirklich nicht so mit dem Putzen hinterher sein muss.